Hey Leute, was geht, Freunde? Seid herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es tut mir leid, dass ich lange kein Video mehr gemacht habe. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, ja, ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich das jetzt mit dem Videos aufnehmen machen soll, da ich ja nicht so viel Speicher habe. Und ja, ich werde dann halt eben mal 15 Minuten Let's Plays machen. Und ja, das, ja. Der zweite Punkt, warum ich nicht Videos machen konnte, ist, ja, wir haben Ramadan und ihr wisst, was Ramadan ist, hoffentlich, ja, also ich hoffe, ihr wisst, was das ist, also, ja, ich bin ein Moslem und ihr wisst ja, Moslems müssen fasten und, ja, bla bla bla, Stress pur, was weiß ich, naja, ich hatte einfach keine Zeit, ja, ins PC zu gehen. Weil, ja, wir eben oft zur Moschee gegangen sind und halt, ja, zwei Stunden lang beten und, ja, was da alles so kommt und, naja, auf jeden Fall, ja, also ich rede jetzt nicht so lange darüber. Ja, wir probieren heute Investation, Let's Test Investation, also ich teste das mal jetzt an. Ich habe das Spiel vor zwei Tagen gekauft, hab's auch mal ein bisschen, ja, gezockt und, ja, bin auch ein bisschen weit gekommen. Aber nun ja, wir sehen uns gleich im Spiel und ja, ich hoffe, das wird euch dann gefallen. So Leute, da sind wir wieder im Spiel drin. Ja, ihr seht ja schon, ich habe hier sehr viele Überlebende erstellt. Oder halt, ja. Nun ja, egal. Ja, das ist der Grund, weil wenn man mit einem Überlebenden in einem Spiel stirbt, dann muss man eine Stunde lang warten. Das ist halt der Nachteil vom Spiel. Aber ich finde das eigentlich ganz toll. Das ist, ja, wenigstens etwas realistisch, trotzdem nervt das auch ein bisschen, aber man kann ja währenddessen mit den anderen Überlebenden spielen. Hier habe ich ein paar, ja, mit dem hier bin ich ganz gut, der ist auch verwundet. So, Inventar kann ich ja mal zeigen, hier habe ich sehr viele Waffen gefunden. Hier so eine Sniperwaffe, dann M4, so eine Krüger-Pistole und Taktikmesser, so ein Cowboy-Hut und etwas zu trinken. Jo. Und ihr seht hier die schönen Namen hier, die ich erfunden habe. Mit der Lieblingszahl von mir, 61 dahinter, weil das eben, ja, eine türkische Mannschaft bedeutet. 61 Trabzon eben, wenn das welche kennen. Wahrscheinlich nicht. Na egal. Warum labere ich etwas, was euch nicht interessiert? So, ich nehme mal irgendeinen Charakter hier, Mark 61, der hat eh sowieso nichts, kann ich hier mal zeigen. Hier hat er gar nichts. Ich kann mir von der Schatzkammer was holen. Hier alles Mögliche. Kann ich, ja, viele Sachen holen. Aber ich würde mal sagen, wir fangen, ja, ganz neu an. Also ohne irgendetwas zu haben. Dann gehen wir mal auf einen Privatserver. Und ja, ich würde mal sagen, auf einen Server, auf einem deutschen Server, ne? So, da spiele ich gerne. Nein, Spaß. So, German Server, German Freilichs Clan Server. Ich gehe am besten immer da rein, wo es am wenigsten hat. Ja, weil ich noch nicht so erfahren bin. Denn man kann ja auch andere Spieler abballern. Und das ist eben, ja, etwas schwierig, ne? Also, Zombies hat es da auch kein, ja, also ist ja kein Wunder. Ist auch ein Zombie-Überlebensspiel. Also so ein Rollenspiel, wo man halt, ja, Sachen finden muss und halt Items, Lebensmittel, Waffen und so weiter, um halt zu überleben. Und ja, man kann sich an Gebäude ranschleichen und dort halt Sachen ausplündern. Nur da sind halt Zombies und ja, die machen einen wirklich die Hölle heiß. Das Spiel ist ja noch sehr neu und ja, ich hoffe, da werden Updates kommen, weil die Zombies, die töten einen richtig schnell und das nervt mich. Das nervt mich wirklich, weil die schlagen einen in die Fresse und dann geht richtig viel Leben weg. Also das ist abnormal. So, und ja, der Ladebildschirm, der ladet auch ziemlich langsam. Ich würde mal sagen, ich mache mal einen Schnitt und wenn, ja, wenn es voll geladen hat, dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich. So, der Ladebalken, ja, ist gleich fertig und zack, da ist er schon fertig. Ja, das Video muss ich kurz halten, wie gesagt, 15 Minuten oder etwas länger. Wegen Speicher, ja, also,
Ja, meine Festplatten sind voll. Ich weiß, ich muss ja Speicher abschaffen. Und halt. Okay. Aha. Die sind. Warum. Hä, warum leuchten die so komisch? Naja, wir sind hier direkt in so einer verlassenen. Ja, in so einem verlassenen Wohngebiet aufgetaucht. Und ja. Ich glaube, ihr seht fast gar nichts, weil es dunkel ist. Ich hoffe, ihr seht was, weil. Ja, weil sonst ist nicht gut, ne? So, dieses Wohngebiet kenne ich. Zum Glück hat es hier keine Zombies. Das ist schon mal gut. Da hat es auch sehr viele Items. So, ich habe etwas gefunden. Schokoriegel, das nehmen wir gleich mit. Für den Hunger, ne? Für den kleinen Hunger. Ja, da unten links hat es auch eine Lebensanzeige. Und zwischen den zwischen der Lebensanzeige hat es eben Hunger- und Durstanzeige. Und die muss man eben füllen, indem man etwas zu sich nimmt. Halt, indem man was essen tut und indem man, ja, was trinkt. So, man kann hier auch in die First-Person-Perspektive reingehen. Also, ja, man kann so und auch so spielen. Ist ziemlich cool, finde ich. Das Spiel kann ich euch empfehlen. So. Kostet in Steam gerade 7,49 € oder so. Also, wurde runtergesetzt. 50% billiger. Das rate ich euch zu kaufen, ansonsten kostet es so 10 oder 14 Euro, ich weiß nicht, ich ja, kann mich nicht mehr so dran erinnern. So, jetzt haben wir hier so ein Ding, so ein Baseballschläger oder Metallschläger sogar. So, auf jeden Fall, das Video ist ein Let's Test, wie gesagt. Ich schaue, ob euch dieses Video gefällt. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen hoch und schreibt in die Kommentare, dass ich weitermachen soll mit diesem Let's Play. Weil, ja, das Spiel ist wirklich cool, ist auch nur online, kann man auch nicht Singleplayer spielen. Und, ja, macht auch ziemlich Spaß, ja, für einen lang andauernden Spaß, besser gesagt. Also, das spiele ich immer oft 2 Stunden lang, also wenn ich mal reingehe. Und, ja, ich bin nicht der Beste in diesem Spiel, weil ich sterbe hier immer ganz oft. Aber, naja, wenn es für euch lustig mit anzusehen ist, dann könnt ihr ja gerne zuschauen. Eieiei. Sorry, ich bin noch etwas krank. So. Dafür gebe ich euch einen Tipp, und zwar nie aus einer Flasche trinken. Denn das mache ich eigentlich ziemlich oft. Und ja, jetzt habe ich mal wieder Pech und bin krank. So. Deswegen darf ich nicht mehr so doof sein und, ja, muss halt eben aus dem Glas trinken. So, ja, Mann, wir haben eine Taschenlampe. Genau das wollte ich. Eine Taschenlampe. So, mit I kann man Inventar öffnen. Ihr seht schon hier, was ich alles habe. Taschenlampe ist nicht so effektiv zum Schlagen, also man kann damit auch angreifen. Aber man kann damit ganz toll in der Nacht sehen. Der Nachteil allerdings ist, dass wenn andere Mitspieler in der Nähe sind, dass ja, dass die euch leicht entdecken können, weil ihr ja eben rumleuchtet mit dieser Taschenlampe. Und wie ich sehe, haben wir gerade ein Gewehr gefunden. Ich sammle hier kurz nochmal alle essbaren Sachen auf. Oder was ist das? Eine Schaufel. Ja, dann ist das eben keine Schaufel, sondern dann ist das eben kein Gewehr, sondern eine Schaufel. So, mal schauen hier. Praktisch und tödlich, okay. Aluminium rostet nicht. Köpfe prallen schneller ab. Nicht für obere Liga-mäßige Zerstörungen geeignet. Oh Mann. Ja, ich hatte hier kurz einen Lese-Fail. So, Oberliga-mäßige. Was? Naja, egal. Ist wurscht, ist wurscht. So. Ja, jetzt leuchten wir halt mit dieser Taschenlampe hier etwas rum. Und ich glaube, in diese Folge, ja, wird hier nur, ja, halt rumgucken und alles sammeln sein. Ich werde natürlich noch einen zweiten Let's Test machen. Wie gesagt, falls euch ja diese Let's Plays gefallen, ja, dann schreibt es in die Kommentare, gebt mir einen Daumen hoch und ich werde daraus einen Let's Play machen. So, wir haben eine Slash-Maske gefunden. Cool. Während sie nicht nur ein weiteres hübsches Gesicht bietet, ist die Slash-Maske
eine Maske der Extra-Klasse. Hol sie dir und du siehst aus wie ein Killer. Jo, das sieht irgendwie schon so aus wie ein Killer. So, hier haben wir noch einen Schläger. Das sammle ich, glaube ich, nicht mehr auf, weil sonst haben wir ja keinen Platz mehr. Wir haben ja schon... Lol. Schaut euch mal diesen Lauffail an. Ich bin gerade am Liegen. Also ich krieche gerade. Wie das aussieht. Warte, ich zeig das euch mal. Ich stehe mal kurz auf. So, so sieht das eigentlich im Grunde aus. Und ja, gerade eben war das eben voll Fail. So, wir haben wieder hier diese Krüger gefunden. Nice. Wir haben eine Knarre. Yeah. Und so, das sind wir auch schon direkt wieder. Keine Ahnung, was gerade passiert ist. Aber ja, die Aufnahme hat einfach automatisch abgebrochen. Und ja, ich war kurz in diesem Haus drin. Und habe natürlich alles... hab halt natürlich weitergeletzplayt, ohne es zu merken. Und ja, ich war halt in dieser Hütte drin, habe mir die Mini-Saints oder was das auch immer ist gegessen und habe mir so eine Limo-Dose geholt, also hier das da. Und ja, ich würde mal sagen, ja, wir haben eh keinen Platz mehr. Naja, können wir ja noch mitnehmen, das hier Schokoriegel, glaube ich auch. So, das passt noch rein. So, ja, ich glaube, wir können weitergehen. So, hier, wenn man M drückt, kann man hier die Karte sehen. Und ja, wir waren gerade hier in Springle Ridge Trailer Park oder wie das auch immer heißt. Und jetzt gehen wir mal hier runter. Da hat es nämlich bestimmt Zombies. Und ja, Zeit für eine kleine Runde Action, ne? Oder ja, ich weiß nicht, ob das, ob ich das noch pack, weil ich kann noch 4 Minuten aufnehmen. Nun ja, wie gesagt, ich wiederhole es jetzt nur noch ein einziges Mal, falls ihr, falls euch das Spiel gefällt. Ja, also falls ihr mehr sehen wollt, dann ja, sagt es mir Bescheid, schreibt es in die Kommentare und gebt mir einen Daumen hoch. Ja, dann werde ich aus diesem Let's Test einen Let's Play machen, also mit mehreren Parts. ja, ursprünglich wollte ich ja nur dieses Let's Test machen, um euch zeigen, dass ich eben ja ein neues Spiel geholt habe und das eben euch mal zeigen wollte, wie das Spiel ist. Und halt, ja, ich wollte im Grunde anfangen, dieses Spiel auch zu Let's Playen, weil das spielen sehr viele Leute schon und das ist auch beliebt geworden, das Spiel. Das Spiel ist sowas wie DayZ, diese Mod von, ja, von dem Spiel Armor 2. Das Spiel hieß ursprünglich WarZ. Aber da es wegen Copyright-Probleme, ja, wegen dem Film World War Z, eben, ja, also die hatten damit Streit, dass das Spiel auch War Z hieß. Deswegen heißt dieses Spiel jetzt einfach Investation Survivor Stories. Und ja, da eben, ja, ich habe gerade was gehört. Boah, Alter, im Dunkeln, das ist ziemlich creepy, ne? Man weiß nie, wo, oh ja, wo sich ein Gegner befindet oder wo, von wo ein Zombie kommt. Auf jeden Fall, ja. Der Film World War Z hatte halt eben Probleme damit, dass dieses Spiel auch War Z, ja, heißt. So, jetzt ist es raus. Und ja, wir sind schon hier in so eine Scheune oder in so einen Bauernhof gekommen oder was das auch ist. So, und da sehe ich schon die ersten Zombies da. Ducken wir uns direkt gleich mal und ja, kriechen hier uns durch. So. Oh oh. Oh oh. Ich zeige euch mal ganz kurz was, und zwar in diesem Bug, ja, es hat in diesem Spiel einen Bug, und zwar, dass die Zombies das Licht noch nicht erkennen können. Selbst wenn ich hier rumleuchte, dass die, ja, nicht hierher kommen, ne? Also, das ist noch ziemlich lustig. Wird aber eh sowieso bald behoben sein, dieser Bug. Also, dass wenn man hier jetzt rumleuchtet, dass die Zombies das nicht erkennen, beziehungsweise nicht sehen. Und ja. Ich packe aber mal ganz schnell, ja, Taschenlampe weg, obwohl man da gar nichts sieht, aber das brauche ich eben, um ein paar Zombies die Rübe wegzuhauen. So, aber ich wünschte, es wäre Tag.
weil ich kann kaum was sehen und ich hoffe, ihr könnt auch was sehen. So, ich glaube, wir verprügeln mal einen Zombie hier. Und ja, dann würde ich mal, ja, Aufnahme, Pause machen. So, jetzt lasse ich mal diesen Zombie hierher kommen. Okay, jetzt muss ich aufpassen, weil da kommen zwei. So, nein, drei sogar. Wow. Ja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht verletzt werde. Nein, jetzt kommt noch einer. Scheiße, einer ist tot. 5 Erfahrung. So, Erfahrungspunkte. Na, ah, komm. Das hasse ich. Emotional ist und die hauen einen, dann geht eben Leben weg. Weil die Zombies, die sind richtig hartnäckig und die droppen Geld. Das ist auch cool. Es gibt in diesem Spiel natürlich einen Shop, wo man für ziemlich viel Geld ja etwas holen kann. Aber die Preise sind da auch leider überteuert. Deswegen will ich die Sachen lieber finden, was ich auch tue. So ist das Spiel Spaß auch ziemlich größer. So. Ja, diese Zombies auch down. Ich würde mal sagen, wir gehen in so eine sichere Stelle. Keine Ahnung, wo es keine Zombies hat. Wir legen uns mal hier hin. Und wir drücken auf Disconnect oder auf Spiel verlassen. Verbindung wird halt erst in 10 Sekunden getrennt. Das ist eben dafür da, dass wenn man von einem Gegner angegriffen wird, dass man nicht gleich abhauen kann. Ja, das regt sonst einen den anderen Spieler auf, ne? Also das wäre ja sonst unfair. So, das ist unser Charakter. Ja, der ist verwundet zu 77%. Mit diesem Charakter habe ich mindestens 1 Stunde und 38 Minuten gespielt. Also, das ist nicht, ja, also das ist kein Überlebender, der halt, ja, wie soll ich sagen, der ist halt kein Charakter, den ich neu gemacht habe. Aber wir haben ziemlich einen großen Batzen an Sachen gefunden. Eine Zeitkapsel ist auch cool. Damit kann man eine Nachricht schreiben und es an andere Spieler hinterlassen. Das können wir auch im nächsten Part machen. Und nun ja, hiermit verabschiede ich mich. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und ja, endlich konnte ich mal wieder ein Video machen. Trotz der Probleme mit, ja, mit der Speicher, mit dem Speicher und ja, was weiß ich. Naja, das war's von mir, genug für heute. Wir sehen uns bald. Bis dann, ihr Leute. Tschüssi!